Herr Bundesrat, Sie sind hier in Liechtenstein zu Gast. Was wird heute besprochen? Wir haben ein Abkommen unterzeichnet für eine vertiefte Zusammenarbeit im sicherheitspolitischen Bereich. Das heisst, wir führen eigentlich die Arbeit, die wir miteinander seit Jahrzehnten machen, weiter, dehnen sie aus auf neue Bereiche, wie zum Beispiel den ganzen Cyberkrieg. Gibt es auch einige Veränderungen hier oder in Zukunft? Wir laden Liechtenstein ein und wären froh, wenn Liechtenstein mitmachen würde im Sicherheitsverbund, weil wir könnten vom Wissen und vom Know-how, das Liechtenstein hat, profitieren. Und umgekehrt wäre Liechtenstein noch ein bisschen näher am Brennpunkt bei uns. Das wäre eine Zusammenarbeit, die sich für beide würde lohnen. Das ist das, wo wir daran arbeiten. Auch. Adrian Hasler, Polizeichef aus Liechtenstein. Wir haben hier zu Gast heute der Bundesrat aus der Schweiz. Es findet hier eine Sicherheitskonferenz statt. Um was geht es da genau? Also es ist eine Sicherheitskonferenz, die organisiert worden ist von der Regierung. Und da hat man diverse Themen, die man behandelt. Es geht um bevölkerungsschutzrelevante Themen, es geht um Cybercrime und diverse andere Themen, die die Sicherheit tangieren. Wird es eine Veränderung geben oder wird es eigentlich mit der Schweiz mehr eine Zusammenarbeit geben? Also wir haben mit der Schweiz schon eine sehr ausgezeichnete Zusammenarbeit. Es gibt auch gewisse Abkommen, die wir haben, gerade wenn es um gegenseitige Hilfeleistung geht, die für uns eigentlich sehr wichtig sind, wenn wir einmal eine besondere herausfordernde Lage haben. Heute hat man noch eine weitere Absichtserklärung unterzeichnet, wo es einfach darum geht, dass man in gewissen Bereichen noch intensiver zusammenarbeiten kann und auch gewisse Übungen noch teilnehmen kann.